Es ist Freitag und damit ist es Zeit für neue Zahlen aus dem Civey Meinungsforschungsinstitut. Bei mir zu Gast ist jetzt Gerrit Richter von eben diesem Meinungsforschungsinstitut. Und Gerrit, du hast dir einmal angeguckt, wie es so um die Schuldenbremse in der Bevölkerung steht. Ihr habt gefragt, sollte die Bundesregierung ihrer Meinung nach, also der Menschen da draußen, die Schuldenbremse aufheben, um so die deutsche Wirtschaft mittels neuer Schulden ankurbeln zu können? Ich bin gespannt. Ja, genau, das war die Frage. Schulden für Investitionen in die Wirtschaft, ja oder nein? 37% der Deutschen, also etwas mehr als jeder Dritte, sagt, ja, das ist eine gute Idee, lasst uns Schulden machen, um die Wirtschaft in Schwung zu kriegen. Aber 55%, also etwas mehr als die Hälfte, hält das für gar keine gute Idee. Spannend ist hier, wenn wir uns einmal anschauen, wie verteilt sich das denn nach den Altersgruppen? Weil wir wissen ja, es werden eher die Jungen sein, die diese Schulden eines Tages zurückzahlen. Bei den Alten könnte man zugespitzt ein bisschen fast polemisch sagen, naja, die profitieren nur davon. Und das ist ganz spannend. In der Tat ist es so, dass bei den 18- bis 29-Jährigen 63%, also deutlich mehr als im Bevölkerungsdurchschnitt, sagen, nein, Schulden, um die Wirtschaft anzukuppeln, das ist keine gute Idee. Aber wie man hier sehr schön sieht, in allen Altersgruppen überwiegt die Ablehnung für mehr Schulden, auch bei den über 65-Jährigen. Also ein relativ eindeutiges Bild, was die Schulden angeht in Deutschland. Das heißt, nach diesen Zahlen zumindest hat Christian Lindner hier eine eindeutige Unterstützergruppe in der Bevölkerung, Robert Habeck eher nicht. Da wollen wir auch direkt in den Deutschen Bundestag blicken, zu meinem Kollegen Marco Reinke. Marco, wir haben es soeben gehört, ein bisschen mehr als die, die das nicht so sehen, finden, dass die Schuldenbremse eingehalten werden sollten, also keine neuen Schulden gemacht werden. Im Bundestag ist man sich darüber nicht auch nur im Ansatz einig. Wie wird darüber diskutiert? Was hörst du? Also im Kern geht es ja nun darum, den Haushalt fertig zu schnüren und dann ja im November ins Ziel zu bringen. Doch ganz so klar ist das ja eben nicht. Ihr habt es ja gerade auch schon angedeutet und besprochen. Es geht im Kern um die Frage, sollen weitere Schulden aufgenommen werden, wie es ja SPD und Grüne wollen, oder soll man eben vor allem sparen bei den einzelnen Ministerien-Etats? Und das ist ja das, wofür die FDP aktuell plädiert. Christian Lindner, der hat sich ja noch einmal in einem Interview zu Wort gemeldet und hat gesagt, wenn es jetzt keine grundlegend andere Politikrichtung in diesem Fall gibt, dann sei eben auch das Fortbestehen der Koalition durchaus fraglich, beziehungsweise werde sich daran entscheiden. Und so scheint es zumindest so, als wenn am Ende nicht vollkommen ausgeschlossen ist, dass die Ampel an dieser Frage sich am Ende möglicherweise doch noch entreihen könnte. Dennoch ist völlig unklar, wie das Haushaltsloch im zweistelligen Milliardenbetrag von ca. 12 Milliarden Euro gestopft werden könnte. Vielen Dank dir, Marco, für deine Einschätzung aus dem Deutschen Bundestag in Berlin. Die Diskussion im Deutschen Bundestag in der Ampelkoalition gehen wie immer also heftigst weiter. Gerrit, damit zurück zu den Zahlen, die du mitgebracht hast. Es gibt noch ein anderes Thema, was die Politiker momentan sehr beschäftigt. Das sind die Koalitionsversuche, nennen wir es mal, im Osten. Und ihr habt mal gefragt, sollte die CDU nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen mit dem BSW eine Koalition eingehen oder vielleicht doch lieber nicht? Ja, keine einfache Frage. Wie geht man mit der neuen Partei BSW um? Die Zahlen sind hier schon zu sehen. Wir haben gefragt, ja genau, sollte die CDU koalieren in Sachsen und Thüringen mit dem BSW, ja oder nein? 29%, also 3 von 10 Deutschen, sagen, ja, das ist eine gute Idee, eine Koalition zwischen CDU und BSW macht Sinn. Aber, ganz ähnlich wie wir es auf den Grafiken davor schon hatten, etwas mehr als die Hälfte sagt, nein, das ist keine gute Idee. Ups, jetzt kommen wir schon mal einem ganz anderen Thema, Zeitumstellung. Also BSW, 3 von 10 Deutschen sind dafür, 5 von 10 Deutschen sind eher dagegen. Jetzt wurde hier schon die nächste Frage eingeblendet. Das war gerade ein klares Ergebnis. Wir werden jetzt ein ganz bisschen unpolitischer und fragen einmal nach der Zeitumstellung, die für viele aber ein sehr wichtiges Thema ist, wo die Meinungen ja auch stark auseinandergehen. Erzähl uns, was ihr gefragt habt und was ist das Ergebnis? Na, so stark gehen die Meinungen gar nicht auseinander. Ich sehe es auch gerade. Sehr, ja. Sehr eindeutig. Ein hier. Also eigentlich ja. Die klarste Zahl, die wir heute mitgebracht haben. Also sollte die halbjährliche Zeitumstellung Ihrer Meinung nach abgeschafft werden? Ein Dauerbrenner, fragen wir jedes Jahr. Und jedes Jahr das gleiche Ergebnis. 80% der Deutschen sagen, ja, weg mit der Zeitumstellung, das macht keinen Sinn. Eine kleine Anekdote hier vielleicht. Auf der nächsten Grafik haben wir die nächste gefragt, Grafik.
Ist es denn eher die Sommer- oder die Winterzeit, die die Deutschen haben wollen? Also jetzt gehen die Meinungen aber auseinander. Jetzt gehen sie auseinander, so, ja, ja, genau. Also Sommer- oder Winterzeit, ich muss ehrlich sagen, ich komme auch mal durcheinander. Was ist das eine, was ist das andere? Ganz ähnlich geht es den Deutschen. 4 von 10 Deutschen sagen, es ist die Sommerzeit. Etwas mehr als 4 von 10 Deutschen sagen, eher die Winterzeit. Die kleine Anekdote dazu ist, da zeigen sich Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das haben wir nämlich mal aufgeschlüsselt. Sind es eher die Männer oder die Frauen, die die Sommerzeit bevorzugen? Und ich habe keine Erklärung dafür, aber ich habe gedacht, ich bringe das mal mit als kleinen, ja, vielleicht humoristischen Einblick, dass die Männer eher zur Sommerzeit tendieren als die Frauen. So. Interessant. Ja. Interessante Zahlen, ein bunter Mix an Zahlen. Wir haben Politisches besprochen, aber wir haben auch über die Sommer- und Winterzeit gesprochen. Gerrit Richter hier zu Gast im Studio vom Survey Meinungsforschungsinstitut. Jeden Freitag bringt ihr neue Zahlen und damit auch neue Einblicke, was da draußen so gedacht und gewollt wird. Vielen Dank dir. Sehr gerne.